herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Vorab schon mal, ich bin enttäuscht. Und zwar von manchen Herstellern. Ich hatte euch angekündigt, dass Mitte Februar eine Überraschung kommen sollte. Aber manche Hersteller kriegen es einfach nicht auf die Reihe, Liefertermine einzuhalten. Das macht mich wahnsinnig. Ich hasse sowas. Gute Werbung ist das nicht. Schon gar nicht für so riesengroße, namhafte Hersteller. Das geht einfach nicht. Ich freue mich trotzdem auf das Modell. Ich hoffe, dass es zeitnah geliefert wird. Aber es wird wohl das letzte Modell sein, das ich mir von diesem Hersteller anschaffe. Denn ich sehe nicht ein, was vorzubestellen, mich hier ein Jahr darauf zu freuen und dann sind die nicht imstande, nach einem Jahr das Modell auch pünktlich auszuliefern. Ja, deswegen dann dieses Zwischenvideo jetzt, wo ich mich dann auch entschuldige, dass es ein bisschen dauert. Boah, ich kann nichts dafür, aber gut. Ja, ich habe euch trotzdem in diesem Video ein paar Kleinigkeiten, die ich euch zeige. Das ist einmal ein bisschen so kleine Details. Also das Innenleben meiner Feuerwehrstation, also das Gerätehauses, da habe ich ein bisschen die Spinte angedeutet, sage ich mal so, im sichtbaren Winkel ins Feuerwehrhaus rein, sieht man dann so 3-4 Spinde mit ein paar Feuerwehrlern, die schon am Umziehen sind. Das seht ihr gleich. Und ich war auch zu Besuch auf der Model Train Expo in Junglinster, hier in Luxemburg. Das ist, glaube ich, das zweite oder dritte Mal erst, wo die Veranstaltung stattfindet. Es waren etwa 30 Anlagen vor Ort. Ich bin mit den Anlagen, die ausgestellt werden, immer ein bisschen wählerisch. Was viel immer auf diesen Ausstellungen vorhanden ist, sind diese Schmalspuranlagen und Feldbahnanlagen und so weiter. Das ist nicht so mein Ding, das gefällt mir absolut nicht. Was mir allerdings gefällt, sind Anlagen nach amerikanischem Vorbild, respektive Normalspuranlagen, egal welcher Spurgrößen oder so weiter. In diesem Video habe ich nur zwei Anlagen, respektive zwei kleine Videos hinzugefügt von dieser Ausstellung. Da ist einmal eine Spur-N-Anlage nach amerikanischem Vorbild und einmal eine Spur-1-Anlage von einem Luxemburger Eisenmodellbahnverein, wo ich nur zwei, drei kleine Clips hinzugefügt habe, ja, um einen kleinen Eindruck zu bekommen. Ansonsten habe ich nichts gefilmt, weil eben das meiste so Feldbahn, Schmalspur, Gedings, ja, muss einem gefallen. Es gibt viele Fans von diesen Sachen, aber ich mag das nicht. Zu dieser Ausstellung kann ich nur noch ein bisschen was erzählen. Natürlich, diese Ausstellungen sind immer schön, es sind auch immer viele Leute da. Neben den Anlagen, die ausgestellt sind, ist auch immer eine Art Verkaufsbörse, eine Modellbahnbörse da vorhanden, wo man dann Sachen kaufen kann. Hier im Video habe ich euch ein Modell, habe ich noch einen Waggon von einer Luxemburger Brauerei, die Brauerei Musel, wie auch immer, auf Deutsch ist schwer rüberzubringen, Musel. Der Wagen wurde auf einem Stand eines Luxemburger Modellbahnhändlers von einem professionellen Bastler patiniert, also gealtert. Sehr schön gealtert und auch individuell nach Kundenwunsch. Ich habe meinen dezent altern lassen. Ich habe hier im Video jetzt zwei Fotos davon eingesetzt, wo ihr das dann schön seht. Sonst
Ansonsten habe ich noch einen neuen offenen Güterwagen, Vierachsiger, so einen Schrottwagen von der CFL Cargo mit dem neuesten CFL-Logo. Den habe ich jetzt nicht im Video drin, aber ich wollte es mal erwähnen. Gut, dann zeige ich euch jetzt mal seht ihr jetzt noch mal ein paar die Clips und Fotos von dem, was ich jetzt erzählt habe. Viel Spaß dabei. So, hier ist dann zu sehen, wie ich diese Inneneinrichtung des Feuerwehrgerätehauses angedeutet habe. Die Leute, die schon am Umziehen sind und die Spinde mit Uniformen drin. Sieht passend aus. Und dann hier geht es dann weiter, sieht man nochmal aus der Entfernung, aus ungefähr dem Blickwinkel, aus dem man reinsieht. So, das hier ist dann der besagte Güterwagen der Musselbrauerei aus Luxemburg, der professionell auf der Börse und Ausstellung gealtert wurde. Dezent, genauso wie ich es haben wollte. Hätte auch noch viel, viel schmutziger sein können, aber das mag ich nicht so, wenn das zu sehr, ja, ich sag mal, dreckig und rostig ist. So ist es so wie in den Betriebszeiten dieses Wagens. So, dann sind wir auf der Ausstellung. Das ist dann diese Spur-N-Anlage nach amerikanischem Vorbild. Hier sieht man schön eine Union Pacific Rio Grande Lokomotive und der Zug, der dahinter hängt, ist sehr lang. Der fährt schön langsam dran vorbei. Ich habe die Waage nicht gezählt, aber das zieht sich jetzt mal ein bisschen in die Länge. Genießt den Anblick. Ich persönlich liebe das. Die amerikanischen Eisenbahnen sind ein Traum. Diese Züge, kilometerlang. Das ist einfach ein Traum für Eisenbahnfans. So, hier fährt auch auf der gleichen Anlage noch ein etwas kürzerer Zug. Man sieht eine amerikanische Rangierlok, die sind ja ebenfalls groß, nur in vierachsig, die dann mit einem kurzen gemischten Güterzug einmal so dran vorbeifährt. Diese Aufnahme. Da bin ich einfach mal quer von vorne nach hinten an der Anlage vorbeigelaufen. Die Anlage, glaube ich, hatte 10 Meter Länge, wenn nicht mehr. Einfach der Hammer. Schön gemacht. Eben typisch amerikanisches Wüstenland, Wüstenlandschaft. Begegnet ist jetzt auch noch gleich ein Zug. So, und dann hier die Spur 1 Anlage eines luxemburgischen Modellbahnvereins.
da war ich beeindruckt von der Größe der Modelle. Spur 1, da ist ja, da sind ja riesig die Modelle. Das, ich glaube, so also ein Personenwagen hat mindestens 60 cm an Länge. Ja, und dann mit diesen Rangierfahrten, mit dieser Rangierfahrt dieser 94, ebenfalls in der gleichen Spur 1 Anlage, sage ich dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich ist dann meine Überraschung da, die ich euch vorstellen will, die ich euch schon fast vor einem Monat vorstellen wollte. Ich hoffe, es dauert nicht mehr lange, bis die da ist. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viele Runden auf der Modelleisenbahn und ja, bis dann und tschüss.